Trierer Innenstadt gehörte am Samstag ganz den Kindern. Zum 12. Mal war das ausgegebene Motto Trier spielt. Ja, wir haben ja viele Aktionen von der City-Initiative und der Tag für Kinder speziell soll auch die Familienfreundlichkeit darstellen, die wir hier in Trier haben, für Familien, für Kinder und deswegen auch bewusst eine nicht kommerzielle Veranstaltung. Alle Aktionen sind kostenlos und die Stadt gehört an diesem heutigen Tag ausschließlich den Kindern. Der Fanfarenzug gab den lautstarken Startschuss auf dem Hauptmarkt und drehte eine Runde durch die Fußgängerzone. Über 110 kostenlose Spiel-, Mal-, Bastel-, Sport- und Spaßangebote sorgten bei kleinen und großen Spielkindern für gute Laune. Dosen werfen, Seifenblasen steigen lassen oder im überdimensionalen Sandkasten buddeln. Da war für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei. Ballon Helmut durfte beim großen Open-Air-Kinderfest natürlich auch nicht fehlen. Auf der Hauptmarktbühne gab es Vorführungen. Tanzen, Karate, Musik. Viele Kinder zeigten, was in ihnen steckt. Und auf dem Hauptmarkt war gar kein Platz mehr frei. Im Frankenturm besuchte TV-Leseratte Lucky die Gäste. 5 TV-Redakteure, wie hier Dieter Linz, und 4 Volontäre hatten ihre Lieblingsbücher aus Kindertagen aus der Bücherkiste gekramt und lasen aus ihnen vor. Innehalten, zuhören. Mitten im Trubel von Trier spielt, war der TV-Lesetag eine schöne Ergänzung. Außerdem gab es eine Stadtrallye mit dem trierischen Volksfreund. Da war Wissen gefragt. Das große Familienfest in der Innenstadt war auch 2009 ein voller Erfolg. Bis zum nächsten Jahr.